Willkommen zurück bei Wolfpide LP mit Pokémon Quarz. Im letzten Part sind wir hier drüben angekommen. Bei der Pokémon Liga, da stehen zwei nette Herren, die auf uns warten. Wer bist du denn? Welcome, what do you like? Ach, das ist hier der Shop. Gut, wenn du der Shopkeeper bist, dann darfst du mir hier gleich mal ein paar Full Restores mitgeben. Nehm ich gerne, aber so viel Geld haben wir gar nicht mehr, stelle ich fest. Da haben wir ordentlich was eingebüßt. Naja, was soll's. Wir sind fit, also gehen wir gleich mal hier rein. Halt! Oh, der kann Deutsch. Nein, ich weiß nicht, ob das im Englischen auch halt ist. Only those trainers who have beaten at least 8 gym leaders can enter the league. The badges are proof of it. Please show us, let us. Congratulations, you're able to enter the league. Good luck. Gut, wir dürfen rein. Dann auf geht's. Wir lassen das einfach mal ganz heiter auf uns zukommen. Bin mal gespannt. Oh. Rocco. Why is it the young wolf? I knew we'd meet sooner or later. Welcome to the Pokémon League. Your highest challenge as a trainer. Now it's time to battle. Oh, through, you won't be able to beat the toughness of the rock. Let's the best one be the winner. Dann müsstest du Johnson heißen, ne? The Rock. Nee, kleiner Spaß am Rande. Den kennen wir ja schon, den haben wir ja schon öfter getroffen. Oder ich weiß nicht, ob wir ihn schon öfter getroffen haben, aber mindestens einmal kennen wir ihn schon. Aber mit seinen Gesteintyp-Pokémon kann er gegen uns nicht wirklich anstinken. Auch wenn sie deutlich stärker sind als unsere, stelle ich gerade fest. Also gut, dann ist das hier zumindest ein ganz nettes Training. Aber dafür, dass der so hoch vom Level her ist, macht er nicht wirklich Schaden gegen uns. Oh Gott, Fissure. Ist das nicht eine One-Hit-KO-Attacke? Na, da bin ich aber froh, dass wir hier keine Nuzlocke spielen. Also, der hätte uns jetzt eiskalt hier in den Boden gerammt. Ich glaube, jawohl, sagt. Aber die Stahlflügel sind sehr, sehr effektiv. Die sollten hier ganz gut wirken. Und da kann er auch mit seinem Erdbeben nichts machen. Aber dummerweise mit seinen Gesteinattacken. Die sind hier sehr, sehr effektiv. Aber wir auch. Also, ein fairer Kampf, würde ich mal sagen. Ja, Rock Slide. Wenn er nicht vom Level so hoch wäre. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass der hier so hoch im Level ist. Und das ist erst der erste. Also da haben wir noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. Ja, super effektiv. Der bringt uns jetzt wahrscheinlich um. Wen haben wir denn noch? Na gut, Plino wird wahrscheinlich hier das meiste dann kaputt kriegen. Deswegen schicke ich... Ja, komm, wir machen einfach die Reihe durch. Cassie ist die nächste. Ich meine, wer hier wann kämpft, ist ja an sich auch egal. Ja, Fischer. Kann nicht jedes Mal treffen, mein lieber Freund. Gibt aber ordentlich Erfahrung, denke ich mal, wenn wir den besiegen. Weil letzte Entwicklungsstufe und dann noch so weit vom Level drüber, das ist toll. Ach ja. Ein Baum. Naja. Ein starker Baum. Baum mit Fäusten. Der kann kämpfen. Kampfbaum. Was? Extra Sen. Oh Gott. Das ist eine Psychoattacke. Sondersensor. Gut, ich versuch's mal mit dem Solarstrahl. Ich weiß nicht, ob das wirkt, wenn es ein Gesteintyp-Pokémon ist. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich Pflanze ist. Oder mehr so ein Mogelbaumverschnitt. Werden wir gleich sehen, aber es könnte ordentlich Schaden machen. Ja gut, so halbwegs. Leute, ich kann ja mal wieder hier so nebenbei über was Privates reden. Ist ja auch öfter, ist mir ja mal wieder Zeit, habe ich lange nicht mehr gemacht. Kennt ihr so Leute, die Sachen fragen und dann Punkt, Punkt, Punkt? Also so, ich habe letztens mit jemandem geschrieben, so ein Mädchen, habe halt in Skype, habe ich halt in so einem Chat gesehen, haben uns relativ gut verstanden, auch Gamerin. Habe dann halt gedacht, okay, komm, hatte ich nach Skype gefragt, gibst du mal die Skype-Eddy? So. Eigentlich ganz nett unterhalten, so ein bisschen. Dann kriegst aber halt nur so alle Stunde mal eine Antwort. Habe ich halt dann irgendwann, wohl hat sie mir im Chat dann nochmal geantwortet, statt in Skype. Habe ich gesagt, ja gut. In Skype antwortest du aber auch nicht wirklich häufig, oder? Weil so alle Stunde mal eine Antwort kriegen und dann statt in Skype nochmal in dem Chat, wo eigentlich gar kein Gespräch mehr war, geschrieben ist, finde ich dann schon etwas merkwürdig. Und dann kriege ich die Antwort, Punkt, Punkt, Punkt. Da denke ich auch, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Weil, gut,
wenn man schon ein Gespräch neu anfängt in einem anderen Chat als dem, in dem man gerade am Reden ist, ist das schon mal merkwürdig und, ach so, nee, das ist die letzte Entwicklungsstufe. Und dann noch so von wegen, ja, als wäre das jetzt was Schlimmes, dass ich gesagt habe, du antwortest nicht oft. Und da habe ich auch schon so gemeint, ja, sag mal, wenn du was zu sagen hast, dann sag's mir. Aber komm mir nicht auf die Tour jetzt hier irgendwie Punkt, Punkt, Punkt und ich will ja eigentlich gar nicht mit dir reden, dann brauchst du mich gar nicht nach meiner privaten Sachen zu fragen. Also Eddie und so weiter. Deswegen, also Leute, wenn ihr mich addet und ihr wollt mit mir reden, dann bitte ich euch, redet auch mit mir. Sagt, was ihr wollt und schreibt mir dann auch was und nicht so Punkt, Punkt, Punkt. Weil das finde ich dann doof. Und zumal ich eine Freundin habe, ich bin nicht auf das Mitleid von irgendwelchen Frauen angewiesen. Nein, ich habe... Taglow? Was ist denn das jetzt? Okay. Ich bin da wirklich frei. Also, ich habe eine Freundin, ich brauche niemand anderen. Also, klar, Freunde brauche ich trotzdem, aber nicht, dass die Mädels denken, ja, der will jetzt unbedingt eine Freundin haben. So ist es nicht, so wäre es auch nicht, wenn ich Single wäre. Und deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dass man mit jemandem privat reden will, ohne mit ihm zu reden. Das sind dann wieder so Sachen, wo ich mich frage, wozu gibt es so Menschen? Genauso wie ein anderer, der hat mir dann gesagt, ja, weiß nicht, ich gucke mir jetzt einen Film an. Das kann auch teilweise besser sein, als mir ein Let's Play anzugucken. Habe ich gesagt, okay. Ja, wie meinst du das mit okay? Habe ich gesagt, ja, dass ich zustimme, dass ein Film besser sein kann als ein Let's Play. Dann, ja, ich merke schon, du möchtest nicht mit mir reden. Habe ich gedacht, sag mal, was ist mit dir eigentlich gerade nicht richtig? Da habe ich gesagt, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, ich verstehe schon. Schönen Tag noch. Also manche Menschen gibt's, da muss man echt sagen, die haben doch einen an der Waffel, oder? Die legen einem dann Sachen in den Mund rein, die man gar nicht so gesagt hat. Und ich meine, wenn ich da mal okay sage, ich meine, okay, ich bin öfter mal ein bisschen kurz angebunden im Chat. Das passiert gerade, wenn ich nebenbei noch irgendwie schneide oder sowas oder beschäftigt bin. Well done, but remember, there are 3 battles left. Ja gut, ich würde hier schon ganz gerne wieder rausgehen, weil das lohnt sich jetzt nicht, hier wieder zu beleben. Dafür sind wir zu stark angeschlagen. Aber wir können ja uns den nächsten Kampf nochmal angucken. Do you still think I'm a little kid? I'm one of the toughest trainers in the world. I can read your mind and speak to my Pokemon without saying a word. Yes, have psychic powers. And my Pokemon have psychic powers too. Who the little kid now, Wolf? Ich würde sagen, immer noch du, weil ich habe einen Bart. Nein. Ich habe auch in echt keinen Bart, also das unterscheidet echt nicht die Personen. Das ist auch vom Level her wieder okay. Also, was ich damit sagen wollte, eigentlich bloß, Leute, ihr solltet schon darauf achten, was eine Person wirklich sagt. Und ihr könnt, man kann ja auch offen dann sagen, was einen stört. Das ist ja nicht die Welt. Ich meine, dann sage ich meistens dann auch, wenn jemand sagt, du bist immer so kurz angebunden, da habe ich keinen Bock drauf, sage ich, gut, kann ich nicht ändern, wenn ich noch was anderes nebenbei mache, bin ich kurz angebunden und auch so gerne mal. Es ist halt so, lebt damit, wenn ich sage, du nervst mich, dann weißt du, dass du jetzt wirklich mir auf den Geist gegangen bist. Aber ansonsten, nee, ist das echt nicht böse gemeint. Das auch für alle, wenn ich euch mal irgendwie auf Kommentar mal kurz nur antworte, dann liegt es meistens daran, dass ich irgendwie Besuch habe oder gerade wenig Zeit und mich nicht wirklich darum kümmern kann gerade. Also nicht, dass ihr da denkt, ich wäre irgendwie gemein oder so. Bin ich nicht. Auch nicht, wenn ihr mich kritisiert und ich antworte da vielleicht auch gerade genervt, dann ist es meistens nicht mal, weil ihr mich nervt, sondern weil da wirklich jemand dann auf seine Meinung bestanden hat und wirklich, dass ich meine Aussage komplett revidiere, zum Beispiel. Da ist auch schon vorgekommen, dass ich zum Beispiel sowas gekriegt habe. Also wirklich, nee, du bist falsch und das, was ich sage, ist hundertprozentig richtig. Du kannst begründen, so viel du willst. Du kannst deine Aussage so oft du willst als wahr beweisen. Ich habe recht, weil ich einfach recht habe. Und das hatten wir ja schon, das beschleunige ich mal. Und nee, dann
bin ich natürlich dann schon ein bisschen genervt, weil ich habe dann ja Beweise dafür, dass ich eigentlich schon einen Grund dazu hatte, diese Aussage so zu formulieren. Ich gehe jetzt auch gar nicht drauf näher ein, wann das mal so gekommen ist. Ja, Fische. Natürlich trifft er wieder. Das ist so klar, dass der Barry wieder kalt macht. Ja, und da muss ich wirklich sagen, das finde ich dann nicht okay. Dass jemand da so extrem dann auf etwas besteht und sich nicht mal anhören möchte, was man eigentlich als Gegen. Weil, wenn man etwas sagt, dann hat man ja eigentlich immer, also ich habe dann eigentlich immer, sowas im Hinterkopf, was ich darüber sagen möchte. Also, ich habe dann ja einen Beweggrund. Und man muss schon sagen, wenn man dann sollte man zumindest sich die Argumente des anderen noch anhören und nicht sagen, Grund falsch, weil ich habe recht. Und ja, insofern merkt euch das bitte mal für die Zukunft, dass ihr nicht gänzlich so voreingenommen seid. Und da kann es dann halt auch passieren, wenn ich gerade mit so jemandem geschrieben habe und der mich halt wirklich extrem genervt hat, ich dann schon ein bisschen, ja, sauer bin und ich dann noch halt eine freundliche Kritik krieg. Ich mache vielleicht irgendwann mal ein Video über die Arten von Kritik. Habe ich eh schon mal vorgehabt. Kommt vielleicht, weiß ich nicht, wann das kommt. Vielleicht mache ich's mal. Auf jeden Fall, wenn ich dann noch so ein Video krieg, da denke ich, noch so eine Kritik krieg, dann kann es halt passieren, dass ich dann halt ein bisschen kurz angebunden bin und auch vielleicht klein wenig unfreundlich wirke. Ist dann aber gar nicht so gemeint, weil ich halt wirklich nicht auf eure Kritik sauer bin, weil die dann meistens, also die Kritik, die ich so im Ch also als Kommentar drunter geschrieben bekomme und nicht per Privatnachricht. Die finde ich dann, die ist meistens total freundlich. Da ist dann Kritikpunkt, da versuche ich dann auch drauf einzugehen, versuche mich da ein bisschen dran zu orientieren, weil es meistens ja wirklich dazu da ist, mir zu helfen bei irgendwas, damit es besser wird. Und ja, deshalb, wenn man nicht gerade so extrem böse tut und das ist alles falsch, das muss so sein, wie ich das sage, weil ist einfach so, ich habe zwar keine Beweise, aber muss so sein, dann ist das voll, dann bin ich da auch nett zu euch. Meistens. Meistens. Es kann natürlich sein, dass ich halt einen schlechten Tag habe oder wie gesagt von irgendwem anders dann blöd angemacht wurde und daher nicht ganz so gut gerade zu sprechen bin. Aber generell könnt ihr euch sicher sein. Kritisiert mich nur, es dient ja dazu, mir zu helfen. So, und jetzt mal wieder on topic, glaube ich, ist mal wieder angebracht. Ich weiß nämlich auch gar nicht, worüber ich jetzt noch reden kann. Habe ich nicht so viel zu reden. Obwohl es hier ja auch gerade nicht so spannend ist. Muss man ja auch mal sagen. Man braucht ja auch zwischendrin mal so einen Katalysator, um mal wieder ein bisschen Spannung reinzubringen. Und das sind dann halt so private Themen. Das habe ich ja auch schon gehört. Nicht so viel on-topic reden. Gut, habe ich gesagt, ich versuch's, aber habe ich ja auch jetzt die letzte Zeit straight durchgezogen. Da sehr viel on-topic nur zu reden. Aber wo ich dann auch sagen muss, gut, es ist vielleicht für den einen oder anderen besser, aber so langweilige Trainingsstellen oder hier, wenn ich im Kampf halt nicht so viel dazu erzählen kann, bevor ich alles dreimal sage, erzähle ich euch lieber, ja, was semi-privates. Ist, glaube ich, dann ein bisschen lustiger. Und gegen Geist-Bodenattacken, das ist gefährlich. Das ist, glaube ich, nicht so effektiv. Okay. Gut, dann hat sich die Sache erledigt. Stimmt, das war ja bloß, weil Gengar damals Gift war. Deshalb. Bin ja ein bisschen doof. So, der Solarstrahl dürfte jetzt aber richtig reinzimmern. Das Vieh hier umhauen. Und irgendwann bringe ich auch mal ein Video raus, in dem ich hier so nochmal konkret nach dem Alter meiner Zuschauer frage. Weil so im Durchschnitt, muss ich sagen, ist so 14 das Richtalter. Derzeit. Ist ja auch okay. Finde ich völlig legitim, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist okay. Völlig legitim. Ich meine, es gibt jüngere Zuschauer, es gibt ältere Zuschauer, es gibt andere Zuschauer. Ich meine, es ist ja. Ich habe es schon mal gesagt, das Alter von euch ist mir völlig egal. Hauptsache, ihr guckt meine Videos, ihr habt Spaß dabei. Ich mache das ja, damit ihr euch da ein bisschen die Zeit vertreiben könnt, Freude habt. Und da ist es mir dann auch völlig egal, ob ihr jetzt irgendwie von mir aus auch 7 Jahre alt seid. Na, Troso. Der ist nicht wirklich 7, aber das ist so ein kleiner Spaß. Oder ob ihr dann irgendwie 25 seid. Oder 80. Von mir aus könnt ihr auch 80 schreiben. Falls ihr 80 seid, schreibt mir, wenn wirklich mal irgendjemand, egal wann, und wenn das
wenn ich dieses Video vor 20 Jahren hochgeladen habe, wenn jetzt irgendein 80-Jähriger dieses Video gerade anguckt, bitte mal einen Kommentar drunter schreiben. Das würde... Ich glaube, das, falls hier wirklich ein 80-Jähriger zuguckt, das feiere ich. Das feiere ich echt. Ja, Fischer, geh mir bloß weg. Fischer ist die böseste Attacke, die es schlechthin gibt. Und ich finde es gerade auch doof, dass wir wieder nur mit Laser dastehen. Das ist echt dämlich gerade. Weil dann sind wir auch im nächsten Kampf wieder gnadenlos verloren. Ja gut, das beschleunige ich jetzt mal, weil hilft ja nichts. Das wird jetzt sich noch... Ja gut, sonst hätte das jetzt noch ewig gedauert. Und ich glaube, ich nehme schon wieder Überlänge auf. Ich mache jetzt gerade noch den Kampf hier fertig und dann beende ich mal den Part. Beziehungsweise ich guck mal, wie lang der Part ist, aber ich glaube, den muss ich beenden. So, etwas beschleunigt, damit das hier endet. So, ich guck mal rein. Ihr seht es ja. Ups, das war falsch. Ja, gut dann Leute, lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben, schreibt mir was Nettes, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Pokémon Quarz, euer Wolf.